Herzlich willkommen zum Kind-Reit-Tutorial Wurf und Sprung. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit den Geheimnissen der Wurfparabel. Um diese zu verstehen, schauen wir uns zunächst einmal folgendes GeoGebra-Programm an. Dieses GeoGebra-Programm hilft zu verstehen, welchen Einfluss die drei Parameter, die Anfangsgeschwindigkeit, der Abwurfwinkel und die Anfangshöhe auf die Wurfweite haben. Ich kann beispielsweise an der Anfangsgeschwindigkeit ein bisschen rumspielen, diese erhöhen. Und wir sehen, dass sich unsere Wurfweite vergrößert. Ich kann den Abwurfwinkel ebenfalls erhöhen, wenn ich den zu groß mache. Dann sehen wir, dass wir eine geringe Wurfweite haben. Und wenn ich den zu klein mache, dann sehen wir ebenfalls, dass die Wurfweite ziemlich gering ist. Es gibt also irgendwo zwischen sehr klein und sehr groß einen optimalen Abwurfwinkel. Dieser ist abhängig von der Anfangshöhe. Beträgt die Anfangshöhe beispielsweise 0 Meter, so ist der optimale Abwurfwinkel 45 Grad. 45 Grad, das heißt, egal wie groß meine Geschwindigkeit ist, ich werde mit diesem Winkel immer die höchstmögliche Wurfweite erreichen. Werfe ich aber nun meine Diskusscheibe oder eine Kugel von einer, sagen wir mal, 3 Meter hohen Mauer ab oder 3,1 Meter hohen Mauer ab, dann sehe ich, wenn ich den Abwurfwinkel Alpha ein bisschen kleiner wähle, dass sich die Wurfweite sogar noch ein bisschen vergrößert. Stellen wir uns nun mal einer etwas anderen Frage. Ist die Anfangsgeschwindigkeit mathematisch berechenbar? Die Antwort lautet selbstverständlich. Unterteilen wir diese Anfangsgeschwindigkeit mal in eine horizontale und in eine vertikale Geschwindigkeit. Summiert man beide Vektoren miteinander, so ergibt sich, wie nicht anders zu erwarten, die Anfangsgeschwindigkeit. Ihr kennt doch mit Sicherheit diesen ein wenig überarbeiteten Song. Justin Timberlake ist nicht nur ein begeisterter Golfspieler, er hat erkannt, dass Golfbälle, die hochfliegen, wieder runterfallen. Warum das so ist, erklärt uns die nächste Folie. Wie zuvor unterteilen wir den schrägen Wurf in eine vertikale Geschwindigkeit und in eine horizontale Geschwindigkeit. Moment, ist das korrekt so? Der Freifall bezeichnet eine Fallbewegung in Richtung Erdboden. Die einzige Kraft, die auf den Körper bzw. Gegenstand wirkt, ist die Schwerkraft. Wirken denn außer der Schwerkraft noch weitere Kräfte auf den Fluggegenstand? Natürlich! Die Luftwiderstandskraft zum Beispiel. Bevor wir zur nächsten Folie übergehen, möchte ich nur noch kurz einmal aufzeigen, warum denn die Beschleunigung die Einheit Meter pro Sekunde Quadrat hat. Aus dem KIN 1 Tutorial wissen wir, dass die Beschleunigung aufgeleitet die Geschwindigkeit ergibt. Und leitet man die Geschwindigkeit nochmals auf, so erhält man die zurückgelegte Wegstrecke. Der Weg hat die Einheit Meter, die Geschwindigkeit hat die Einheit Meter pro Sekunde und die Beschleunigung hat die Einheit Meter pro Sekunde Quadrat. S hoch 0 ergibt 1 und fällt daher weg. Nach den Ableitungsregeln aus der Schule reduziert sich der Exponent um 1, aus einer 0 wird also eine minus 1. Führt man das Spielchen nun weiter fort, so ergibt sich für die Beschleunigung der Wert von Meter pro Sekunde Quadrat. Die gewöhnlichen Ableitungsregeln sollen im abstrakten Sinne veranschaulichen, wie man denn zum Beispiel zu dieser Einheit Meter pro Sekunde Quadrat kommt. Auch wenn die waschechten Mathematiker der TU Darmstadt mir für diese Herleitung mein Fell über die Ohren ziehen würden. Nun ist der Zeitpunkt gekommen. Ich stelle euch genau zwei Gesetze vor. Ziehen wir dazu noch einmal das Beispiel der fallenden Kugel heran. Im freien Fall ist es unwichtig, ob 1 Kilogramm Steine, eine Kugel, die 1 Kilo schwer ist, oder 1 Kilogramm Federn runterfallen. Alle drei Sachen fallen gleichzeitig zu Boden. Im realen Leben ist dies nur im Vakuum der Fall. Da der Formwiderstand der Federn, sprich die Fläche, wesentlich größer ist als die eines kleinen Steines, der ebenfalls 1 Kilo schwer ist, ist die Luftwiderstandskraft dementsprechend größer und die Federn benötigen viel, viel länger, um auf den Boden zu fallen. Wir wissen, die Erdanziehungsbeschleunigung, mit der die Kugel Richtung Erdboden gezogen wird, beträgt 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Integrieren wir unsere Beschleunigung A nun, so erhalten wir die Geschwindigkeit V, welche g mal t beträgt. Warum das ist, erfahrt ihr im zweiten Teil.